The deeper we venture into Illusia, the worse this blizzard gets. Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt als nächstes weiter nach Illusia grundlegend reisen werden. Einfach um den König von Barodia retten zu können. Was aber, so wie die Story aufgebaut ist, aufgebaut waren in der Vergangenheit, vermutlich nicht funktionieren wird. Is this the way to Destinia Cathedral? I don't know. In this snow, it's hard to tell where we're going. We don't have time to get lost. Hold on. I see someone up ahead. Hmm? Is that you? Vale! You know her? She's a friend. Vale, how did you get here? I don't know. You don't know how you crossed the border into another country? Well, how about you? You look worried. Is something the matter? We're trying to reach Destinia Cathedral, but we got lost in the snow. If it's the cathedral you're looking for, head that way. You know where it is? Uh-huh. You're close. See that really tall tree over there? Use that as a landmark. I appreciate your help. I owed you for patching me up the other day. That was so kind. Huh. Were you wearing that ring before? Yes. It's very important to me. I didn't notice it the other day. It's pretty. Really. Pretty. Vale? Emblem ring. Vale! Oh, I'm sorry. I better be on my way. Where are you going? It's not safe! She's gone. There's no time to search for her. Not when Father's life hangs in the balance. You're right. Let's hurry. Vale. What in the world? Genau, der König ist wichtiger als irgendein sklavenähnlich aussehendes Peasant Girl. Also das Spiel stellt da sicher, dass wir immer genug zu tun haben. Also bei Vale, das geht wirklich schon tief in ihr Land rein. Also, wenn wir mal ganz kurz herauszoomen sagen, wir sind mehr oder weniger in der Mitte deren Landes schon angekommen. Was interessant ist, wenn man überlegt, dass wir da ganz unten noch die Wüste haben und das Land, was dazwischen den beiden Bereichen ist. Ja, spannend, wie das Ganze dann tatsächlich noch aufgebaut wird. Aber ich gehe mal so ein bisschen davon aus, dass dann hier irgendwann sich die auch uns anschließen werden und nur die Bösen, keine Ahnung wohin, hin abhauen oder ähnliches. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder mal die Möglichkeit, Basislevel 11. Ich behaupte mal, wir wären immer noch gut mit dabei. Die große Frage ist, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, weil wir sehen, unser Spendenlevel ist auf 1 zurückgefallen, weil wir jetzt komplett in das nächste Gebiet übergegangen sind, dass man hier irgendwie schon spenden kann, um das irgendwie hochzutreiben. Weil das würde dann von der Story her eher merkwürdig sein. Denn irgendwohin müssen wir das Geld ja spenden. Und wir würden es definitiv nicht zu denen tun, die gerade Krieg mit uns führen. Ja, das ist ein Erwerb im ersten Kampf. Und es verbessert die Werte, die er schon richtig gut hat. Alright. Hier war man sehr großzügig mit dem Level. Meine Stärke endlich mal, hooray! Und zwar hier Chloe als Gegner wurde Alcris entgegengeworfen. Und er ist ein feiner Bogenschütze. Man hat ihm den Miniaturbogen gegeben, damit er theoretisch auch im Nahkampf kämpfen könnte. Und er macht halt keinen kritischen Schaden automatisch. Also nett, dass man hier das nicht automatisch als K.O.-Kriterium aktiviert hat. Holy moly. Natürlich fängst du jetzt an, Magie zu bekommen. Du bist ein Dödel. Du hast auf jeden Fall geschafft, Sigurd mit einem Crit zu zerlegen. Gehen wir doch mal in die Offensive. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Denn ich habe einfach mal gesagt, hey, gib mir mal 10 für 1000 Fragmente. Wobei, da geht ja wirklich jeden einzelnen. Klar, man kann einfach am Ende überspringen sagen, aber ich dachte vielleicht, der würde dann gleich mehrere auf einmal hier präsentieren. Unser allererster Goldring. Nice.
Hey, du siehst noch hochwertiger aus. Was ist das bitte für eine Stufe offiziell? Hey, nochmal einen von denen. Schon wieder von dir. Okay, und dann, wenn man das Ganze vermutlich überspringt, kann man das so noch schneller einsehen. Okay, haben wir das einmal gemeinsam gemacht. Das Wichtige ist aber jetzt, nee, wir wollen nicht erstellen sagen, sondern wir können jetzt auch Bandringe zum ersten Mal, denke ich, verschmelzen. Genau, wir haben nämlich jetzt hier zwei. Das ist relativ simpel, aus zwei macht einen von einer höheren Stufe. Oh, hier wieder sehr übersichtliche Anzahl an Gesprächen. Ja, okay. To find one, watch out! There's a wolf! What? Where? Mr. Wolf, please go away! Leave the Divine Dragon alone! I beg you! It isn't listening to me. No choice. I'll have to get serious. That pose. Is he about to bow an apology like the incident at the border? Mr. Wolf, I'm so, so sorry. I'm sure that my apologies will enrage you further, to the point you might devour me. And if I wind up in your stomach, my allies may waste days looking for me. But I must persist. Please, though I have no right to make this request, I ask you to go home. I'm begging you. The wolf is actually turning away. Incredible. There it goes. Thank goodness you're all right, Divine One. Thank you, Alchrist. I'm glad you're okay, too. That was a risky move. Think nothing of it. Your life is worth far more than mine, so I just did what needed to be done. No. My life, your life, everyone's lives. None of us are above anyone else. You're right, Divine One. Looks like I've fallen short yet again. The Divine Dragon's radiance should lighten my mood, but I've managed to darken it instead. I sincerely apologize. I should leave. What? Alchrist? Wait! Wow, he's so fast. Thanks for asking me to be your training partner today, Diamant. It means a lot. Of course. We are brothers, after all. A bit of roughhousing is expected of us. I can't offer an even match. My skills pale in comparison to yours. But I'll learn what I can. We all have our own strengths and weaknesses. Constant self-deprecation counts as the latter. It's not self-deprecation, it's the truth. How am I supposed to win against the Prince of Brodia? You are a Prince of Brodia, Alchrist. Yes, I am a Brodian prince, but I'm not the Brodian prince. I'm not you, Diamant. That's an awful way to think about it. Is that how you talk when I'm not around? You can't bring that lack of confidence to the battlefield. Enemies much stronger than you will be waiting out there. Don't offer them your weakness. Yes, Diamant. I understand. We need to get you in the right mindset for battle. Let's focus on your strengths. You're a skilled archer, right? People say that, sure, but I'm actually not very good. Stop. That's your lack of confidence talking. Did you hear what I said about weakness? Do you have any weaknesses, Diamant? Good question. What do you think? I can't spot a single one. You're flawless. Well, you certainly won't find any if we don't start training. Let's build Brodia a better future. Yes, Diamant. For Brodia's future, I'll do the best I can. Da kommt einfach eine nochmal hinzu. Aber wir werden uns für dieses Kapitel einfach mal noch erlauben, nicht nochmal hier irgendwelches Extra-Training reinzuwerfen. Kapitel 10. Ich hatte auch wirklich geguckt, das Spendenlevel kann man nicht erhöhen. Gucken, was passiert. Are you ready? Destinia Cathedral is our enemy's home base. I suggest we stock up on supplies. Jetzt für dieses Kapitel kannst du erst nach mehreren Kämpfen zurückkehren. Ah, interessant. Ich meine, ich habe jetzt nicht allzu viel, was ich machen könnte, außer maximal
Geld investieren, um nochmal ein paar Sachen zu craften oder zu verbessern. Aber da ist immer so dieser Punkt, und das hatte ich auch schon mal so in der Zwischenzeit gelesen, glaube, dass viele empfehlen, wenigstens alle Waffen so auf plus 1 zu bringen. Jedoch selbst plus 1 kostet 300 Gold und das war ich dann bisher nicht bereit unbedingt auszugeben. Wir haben nicht unendlich viel. Also ich hoffe einfach mal, dass das, was wir haben, in Ordnung geht. Yeah, the cathedral always gets hit harder than anywhere else, huh? And Ivy's late. We've been waiting here for ages. What if she never comes? Maybe things went bad at Brodia Castle and she didn't survive. No way. Princess Ivy can handle herself. Thanks, Rosado. You're sweet. Ugh, why is this happening anyway? Ever since Lord Sombron was released, Father's been acting weird. He used to be so kind to me, but since they came into the picture, it's like I hardly exist. You mean the ones who showed up at Illusia Castle with Lord Sombron? Yeah, that kid with the hood and the four weirdos who follow her around. Father probably only likes them because they brought him so many rings. I thought if I could get him some, he might praise me like he used to. Look how that turned out. I'm sorry, Hortensia. It's not your fault. What happened at the Grand Crossing, that was all me. I don't have any clue what Father's up to. I don't know why he wants the rings or what this ritual's about. I'm totally in the dark. Hortensia? Pardon me for interrupting. Hey, Gold Mary. King Hyacinth has asked you to join him at the altar. And he wants you to have this. An emblem ring? Whoa, the king gave you another one, huh? He said you should wear it and prepare yourself for battle. That must mean the divine dragon is coming. Good. I'll get some answers about what happened at Brodia Castle. Let's go, you two! We've arrived. The Stinia Cathedral. Vale's directions really did help. Let's head inside, quickly. Hold on a moment. What is it, Marth? I sense the Fel Dragon's presence. He's waiting for us inside the cathedral. We're not ready to fight him. If the ritual has been completed, we should retreat. And even if it hasn't, I think we had best escape at the first sign of danger. You mean leave King Morian behind? I'm worried about all this. We shouldn't stay any longer than we have to. Whatever we do, we must avoid a direct encounter with the Fel Dragon. It'll be all right. Princess Ivy said that Sombron can hardly move, remember? Plus, we have half of the emblem rings. Even if they had the rest, we'd be evenly matched. It is true that with the allies we've gained, we are formidable. But I urge you, as our leader, do not fall prey to overconfidence. Perhaps I am being too bold. Still, despite everything we're facing, I'm calm. I think it's because you're here, Marth. Me? With you and the other emblem supporting us, we're all feeling more courageous. I hope you'll always stay with us. We are not going anywhere. We will remain by your side until the end of this journey. Thank you. Now, is everyone ready? It's time to put a stop to this ritual and bring King Morian home. I bid you welcome to Destinia Cathedral. We're so happy to greet you, loathsome divine dragon. Spare us your lies! Alas, your presence indicates that Ivy lost her battle. A predictable outcome, of course. You don't appear to have taken her captive. I assume her body has been left for the birds. You mean my sister is dead? Where have you hidden King Morian? All will be known in due time. Tell us now! Look, over there! There's someone beside the altar! Can it be?
Tiamat, it's Father! He's alive! Don't worry, Father! We're here to save you! Something's wrong. Father! He's been... It appears you were a few moments too late. As you can see, the ritual has been carried out. Hyacinth! You bastard! We have to leave at once. Call a retreat without delay. We can't! King Morian is beyond our aid. What do you mean? You would have us leave our own father behind? I cannot! I will not abandon him here! The only option is to fight Hyacinth! I won't flee after... after what he has done! Diamond, Ulchrist... Foolish, but I'm not a bit surprised. The doors! Yes, we're trapped within. This grand cathedral will serve as your grave. Thanks to your impetuousness, you brought the rings unto my very hand. Hyacinth, you... You're a monster. That's our father! You're going to pay for this. Here and now! So be it, Hyacinth. Now we fight! Okay, Dämonendrache Sombron, Nachname James. Wir haben diesmal die Ehre, gegen eine Kanonenstellung zu kämpfen. Das wird lustig. Ja, eine Magie-Artillerie. Wenn man sieht, der Kampf ist sogar in zwei Bereiche aufgeteilt. Verzerrter. Dann Tomahawk. Mächtige Wurfaxt, die sowohl für Nah- als auch für Fernkämpfe genutzt werden kann. Ich meine, theoretisch eine normale Wurfaxt kann es auch. So. Und ein Silberschwert. Ein Silberschwert ist schon eine ganze Ecke gefährlicher. Vor allem du wartest am Ende auch noch. Ja, und du hast natürlich auch den Ring an deiner Seite. Du hast die vierte Stufe. Bisher haben wir nur die dritte kennenlernen dürfen. Meisterbogen, Manikati. Und nochmal ein Meistersiegel. Meistersiegel ist natürlich nicht verkehrt. Kann man immer gebrauchen. Okay, also ich sehe schon, hier sind sehr viele Leute verstorben. Okay. Ja, du mal wieder. Ich gehe mal von aus, andere Ecke. Hier oben ist interessanterweise Gold Marie. Energietropfen. Das heißt, wir sollten einen Dieb dabei haben und ich weiß halt nicht, könntest du da hochfliegen? Du könntest, wenn du wolltest, da hochfliegen. Das heißt, also würde man es darauf anlegen, könnte man versuchen, so schnell es geht, das zu entfernen. Aber halt, wie man sich vorstellen kann, du müsstest da hochfliegen, den ausschalten und dann den Rückwärtsgang einlegen, bevor die alle zu dir hinrennen. Interessanterweise, du fliegst gar nicht so weit. Das heißt, also das wäre... Oh, das ist... Ist natürlich sehr gefährlich. Sagen wir mal, wir würden das machen. Wir würden, sagen wir mal, wirklich einen hier zur Seite schieben. Das, was wir machen, ist mal ganz kurz. Kann man die Neider nicht sich so angucken? Man kann es für die Gegner einsehen, ja. Meine Frage ist halt nur, sagen wir mal, eher... Oh, der könnte so weit laufen. Das heißt, man müsste irgendwie angreifen und sich dann so zurückziehen, dass man... nicht von allen und jedem angegriffen wird. Also ich denke, das ist eine der wichtigen Aufgaben, da irgendwie hochzukommen, den auszuschalten und wegzugehen, weil sonst ist nämlich niemand außer der Boss, mit anderen Worten sie, dazu in der Lage, das Ding zu nutzen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht tut. Hoffentlich. Können wir mal ganz kurz hier auch mal, wenn wir hier schon sind, gucken. Göttlicher Puls, eine missglückte Attacke kann sich in einen Treffer verwandeln. Chance in Prozent ist 30. Mit höherem Glück erhöht sich diese. Okay. Ihr Wert der Einheit und benachbarten Verbündeten Erfahrung. Okay, mal 1,2 ist nicht viel. Bei Verbündeten innerhalb von zwei Feldern einen Wertebonus je nach Typ des Anwenders. Ach, das wird lustig. Meine Frage ist: Ich glaube, ich brauche einen Dieb, um die Dinger aufzumachen.
Ist also da, würden wir das machen. Was würde man sonst noch tätigen? Also hier, da sollten wir gucken, dass in erster Linie... Sieht's hier aus auf der Seite. Also hier sind mehr mit Schwertern unterwegs. Das heißt also, Lanze sollte, wenn, dann hier drüben sein. Mir fällt jetzt schon so ein kleines bisschen, was ich dabei habe. Wir haben Pegasus. Das sind drei. Da sind nochmal zwei. Hier oben, da ist es bei weitem zurückhaltender. Also man könnte argumentieren, dass man einen von denen rausnimmt. Und dann vielleicht eine Lanzeneinheit mehr reintut. Ich sehe, wie viele hier auch gerade mit Schwertern noch unterwegs sind. Magie ist die große Frage. Mit Magie hat man natürlich die Möglichkeit, gerade hier die ganzen Gepanzerten relativ sicher wegzuhauen. Du bist ein Heldassistent. Ihr beide seid gepanzert. Bist du gepanzert? Du bist beritten, Offizier, aber nur okay. Heldassistent. Was hast du da als Fähigkeit? Resistenz gegen effektiv. Ja, hier haben wir nochmal eine lustige Kombo, wo wir noch nicht... Wir haben natürlich alle Wind. Das wird lustig. Was hast du da eigentlich noch als... Okay. Aus weiter Entfernung. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Also, ich würde mal sagen, wir reduzieren es tatsächlich auf einen Archer. Luis ist wichtig. Die Frage ist, ob wir für die andere Ecke noch einen brauchen. Ja, da hätten wir jetzt natürlich die Möglichkeit, mit hier, mit Jade jemanden zu haben. Aber sie leidet halt nun mal unter dem, was wir bei Louis ja überlegt hatten. Sie ist sehr langsam. Und ich glaube, sie ist schon eine fortgeschrittene Einheit. Kann man das irgendwie direkter einsehen? Aber anfällig gegen Magie. Das ist meine große Gefahr. Anfällig gegen Magie. Wen schickt man bei solchen Situationen dann in den Kampf? Vermutlich dann einfach einen Magier vorne hinstellen. Die haben theoretisch die Resistenz. Du bist eigentlich auch gut dabei. Also wir hätten Leute. Wir haben also die beiden Nasen. Schick mal einen, einen nach links, einen nach rechts so rum. Ihr habt beide auch jeweils eine der besseren Waffen mit dabei. Mit Elfenflut und Elfenlicht. Die Frage ist, wen zum Kuckuck schickt man da jetzt noch mit rein? Ich vermute, es wird dann auf dich hinauslaufen. Einfach nur, damit wir die dummen Dinger da aufmachen können. Normalerweise würde ich sie vermutlich in der Hinsicht nicht mitnehmen. Aber in diesen Truhen sind halt meistens gute Sachen dabei. Zwei Heiler. Dadurch, dass hier vielleicht mehrere Kämpfe kommen könnten. Dann überlege ich eher, sie rauszunehmen. Was hast du? Du hast auch eine Pflege. Du hast eine normale Heilung, die ein bisschen aufgebraucht ist. Vielleicht wird man da gucken oder muss in der Zukunft gucken, aus dem Inventar nochmal was zu holen. Auf einen Heiler reduzieren. Ich traue mich eigentlich kaum. Also ich habe das Gefühl, dass das hier ein Kampf sein könnte, wo wir vielleicht zumindest in den ersten Zügen realisieren dürfen, ob das so funktioniert oder nicht. Dann werden wir notfalls aber nochmal anpassen. Du wärst auch nochmal eine Option, aber die anderen Nasen haben da schon bei weitem mehr Magie. Du hast immerhin Buchpräzision 3. Ich kann noch mal überlegen, ob irgendwas von den Positionen angepasst werden kann. Ich frage mich, ob Diamante wichtig ist für mich. Das ist vielleicht die eine Überlegung, die wir treffen könnten, statt Diamant jemanden anderen dabei zu haben. Das wäre vielleicht die eine Situation. Ja, gerade diese Sache mit diesem fairen Kampf ist doof, glaube ich.
Initiiert die Einheit den Kampf, erhalten sie und der Gegner Treffer plus 15 und der Gegner kann einen Gegenangriff ausführen. Das ist so eine merkwürdige Entscheidung. Einfach weil man damit dem Gegner meistens die Genauigkeit gibt, dass er ebenfalls nochmal Schaden machen darf. Wenn man ihn rausnimmt. Ich würde den Ring logischerweise dann für den Kampf jemanden anders geben. Eine Frage ist, ob man jetzt zum Beispiel überlegt, ganz bewusst jemanden mit einer Meisterlanze hinzuschicken. Brauchen wir den Rittertod, den Alfred hat? Ich glaube, dafür sind zu wenige wirklich berittene Einheiten dabei. Ich glaube, Flieger zählen in der Hinsicht dann nicht zu beritten. Hier hätten wir einen. Na, das lohnt dann in der Hinsicht wirklich nicht. Aber mir gefällt die Idee, glaube ich, sogar tatsächlich halbwegs da nochmal einen Wechsel zu machen. Weil ich hier nochmal eine schnelle Einheit dazu zu haben. Meine Frage ist nur halt, jetzt gehe ich auf ihn, Amber, oder gehe ich auf Alfred? Du hast mehr Stärke, weniger Behändigkeit, Geschwindigkeit ist gleich. Verteidigung ist besser, Resistenz ist schlechter, Glück ist besser. Okay, Alfred ist, it is. Und dann gehen wir noch ganz schnell hin, machen Emblemwechsel. Brauchst du theoretisch Roy oder gibt es eine bessere Option? Roy, ready! Das soll schon recht sein. Du hast diesen weiterhin, Etier weiterhin als Sicherheit, das soll auch in Ordnung gehen. Und der Rest ist ebenfalls mit im Kampf dabei. Ich denke, das ist immer das Wichtige, dass man schon versucht, alle Ringe immer aktiv dabei zu haben. Father, it's me. It's your son. Isn't there some way we can change him back? There's nothing we can do. The king you knew is gone. No. We have to end this. What are you saying, brother? Do you think Father would want to live like this? As this abomination fighting for Hyacinth? We have to let him die as the proud nobleman he was. As the king of Brodia. I don't know if I can do this. We must. We will free King Morian's soul. And take down Hyacinth. Na, dürfen wir mal gespannt sein, ob das tatsächlich nicht so verläuft. Wie sich das vorstellen. So, steht eine mit einem Buch ausgerüstete Einheit auf einem Feld mit magischer Artillerie, wird der Befehl Abfeuern anwählbar. Magische Artillerie feuert mächtige Angriffe über große Distanzen. Ebenso wird kann auch magische Artillerie nur begrenzt oft eingesetzt werden. In ihre Einsätze also mit Bedacht. Ja, ja. Okay. Ist sehr aggressiv, aber es könnte funktionieren. 25 Schaden gleich von Anfang an. Sweet. So, du kannst zwei zurück, das heißt, die meisten kommen zu dir nicht hin. Okay. I am ready to serve. Oh, ich muss mir Sorgen machen, weil die nämlich schräg ranfliegen könnten. Yeah. Muss schon, wenn ich das irgendwie so spiele. Wenn wir schicken da. Beide Heiler. Ich sehe, dass das hier alles nicht ganz clever von mir aufgebaut worden ist. For you, anything. Okay, die könnten den Punkt angreifen, aber sie erreichen den Punkt nicht. Also du gehst darüber. Ich könnte dich dorthin schicken. Your orders, please. Oh, das brauchen wir noch nicht, das ist Overkill.
Oh, man könnte überlegen, Wind zu gehen, dass wenn jemand angreift, ja, ich denke, das ist sogar richtig, dann rennt er da nicht so schnell einfach wieder weg. For the Divine Dragon. Mhm. Du hast sogar ein ordentliches Level up. Okay. Your steward's ready. Ich hoffe, die haben jetzt nicht so die Chance, da einfach drauf einzuprügeln. Alright. Das heißt, ich stelle dich auch ganz bewusst daneben. Whatever you need. Gotcha. Und du musst auch da in die Richtung. I'll do my best. Geh du mal hier rüber. Wie weit können die hier? Die können da auch leider alle hin. Jetzt hoffen wir mal, dass Chloe da jetzt nicht zu viel Schaden nimmt. Wow. What are you doing? Ich bin mir nicht bewusst, dass sie da irgendeinen Angriff schon tätigen darf. Na ja, klar. Oh, man müsste überlegen, ob wenn man sich da jetzt zurückzieht, man könnte da mit einem Magier... Oh, oh. Dings kommt. Das... meine, ist ja rein mal... Oh, du greifst. Okay, ja, zwei Schaden. Soll mir recht sein. Anstatt den Magier anzugreifen. How dare you make Hortensia sad? Griff bitte nicht. War ja klar. Die Gefahr ist tatsächlich die ganzen... Oh, great. Die ganzen Pegasus-Ritter. Oh, und ein Dieb ist aufgetaucht. Great, 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 great. So, was ich machen könnte, ist natürlich den da... No, ich kann den von da gar nicht treffen. Auch das ist leider zu weit weg. Okay, du reitest logischerweise hier einfach davon. Ich muss halt nur gucken, dass wenn ich irgendwo hingehe... Oh, du könntest hier einfach hingehen und da Leben enden. So, ich wollte nur mal gucken, du, ja, von mir aus. Du kommst weit, aber gerade nicht weit genug, um treffen zu können. Gut. Ich fand's lustig, was auch immer sie im Endeffekt gemacht hat, um anzugreifen. Fähigkeiten-Effekte. Okay, mehr Erfahrung theoretisch, aber das soll uns ja bewusst sein. Du musst da definitiv weg. Das sollte jetzt nicht die größte Überraschung sein. Hier müssen wir aufpassen. Sagen wir mal, ich schicke dich hier hin. Kriegst du das hin? Leider nicht mit einem Angriff. Und das wird dann dementsprechend leicht tödlich. Also du könntest einfach versuchen, hier dran vorbeizureiten. In der Hoffnung, dass die hier dir nicht unendlich viel Schaden machen. Aber du bist vermutlich ein Problemkind. Stahlklinge, jupp. Und... ist der Gegner mehr nicht fügt, die Einheit ihm im Kampf treffen minus 20. Great. Ich muss mal auch hier überlegen. Gott, warum stehst du genau an der Einstelle, wo du nicht stehen darfst? Ist das dämlich? Ich würde natürlich überlegen, ob man sich einfach zurückzieht. Pfeil und Bogen. Wir könnten dich da definitiv ausschalten, aber ich denke, die beste Idee ist es, so zu spielen. Du hast Chance, einen Schaden anzurichten. Das ist schon beeindruckend. Eine Stahlaxt. Eine Stahlaxt mit 47 Schaden ist natürlich schon extrem gut. Ja, dann gehen wir logischerweise eher die Richtung, wo wir wissen, wir machen den 100% Schaden. Alles gut. I'm sorry. Ja, das Dome wird tatsächlich, denke ich, sogar... Könnte ich das irgendwie so platzieren? Bist du nicht gerade einfach so anvisiert werden kannst? Vermutlich nicht. Ich müsste sie hier hinstellen. Oder hier.
Hier stellt man einfach nur etwas im Weg. Sollte klar sein, dass wir, wenn wir jemanden platzieren, das schon so machen. Du könntest den interessanterweise nicht kaputt machen. Wie sieht denn das aus, wenn du... Du könntest sogar mit einem Angriff auch ihn gleich platt machen. Ja, natürlich. Did you see that? Schick, so. Frage. Wenn ich hier das jetzt alles zustellen würde, hätte ich eine Chance, dass du nicht angegriffen werden kannst. Eine Meisteraxt war da mit dabei. You took me out just like Princess Ivy, huh? Ich finde schön, dass das nicht beantwortet worden ist. Als die Schwester gefragt hat, ob sie tot sei. Weißt du was? Ich schmeiß mal den Eisenbogen weg, denn ich will die Lanze beibehalten. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel überlegen, nächste Runde abzuholen. So, meine Frage ist, wie muss ich dich positionieren, damit du nicht die Chance hast, einfach anzugreifen? Yes, sehr schön. Muss ich heilen? Oh, wer wird dich... Tatsächlich, du würdest anvisiert werden von der Position aus? Oder hast du zumindest eine Chance getroffen zu werden? Nee, Pflege ist Overkill. Genau. Oh, that's a big help. Das war nicht viel dabei. So, ich hatte mit ihr eigentlich ursprünglich versucht, einen Level zu bekommen. Das sieht schon besser aus. Wo ich gar nicht weiß, was sie überhaupt für Stats haben sollte. Die ist immer noch so eine merkwürdige Klasse, meines Erachtens. Okay, jetzt haben wir hier die große Ehre. Kann ich mir erlauben, mit denen irgendwo reinzurennen? Eigentlich auch wieder nicht. Ich denke, das ist das große Problem, was ich so ein kleines bisschen habe. Dass ich mit der Ecke so ein bisschen zu viel Probleme bekommen werde. Dementsprechend, wir müssen jetzt eigentlich fast überlegen, wenn ich mich grundlegend versuche, mit denen zurückzuziehen. Vielleicht mache ich das ernsthaft. Und wer von euch kann... Warum kannst du nicht mit dem Stahlbogen treffen? Du willst mir doch nicht erzählen, dass er die magische Artillerie ebenfalls nutzen kann. Bei uns wurde gerade gesagt, dass das nur für... Okay, also wir sehen, wenn du wegreitest, wie weit wir laufen müssen. Ich denke, das werden wir ganz kurz tatsächlich mal in... Ah, ich will aber eigentlich den doofen Dieb da oben stoppen. Aber nur aber kann ich logischerweise immer hier hochfliegen. Also ich glaube, der Dieb ist nicht das Problem. Muss ich mich um den Freckel kümmern. Weißt du was, wir probieren es. Nur jetzt drehe ich die Zeit zurück. Okay, jetzt gehst du hin. Und stellt einfach mal sicher, dass der gerade eben nicht machen darf, was er will. Ich hätte mir auch bei ihm mal gucken müssen, ihm eine bessere Waffe in die Hand zu drücken. Achso, wollte ich ihm nicht eigentlich die... schon wieder vergessen. Ich wollte ihm ja eigentlich auch eine bessere Waffe noch geben. Die Meisterlanze hätte da nämlich auch nochmal helfen können. Okay, du hast das gemacht. Stell du dich mal darauf, das wird zwar im Endeffekt nicht genug sein... Wir müssen anfangen. So, und jetzt... Magier Boy kann leider nicht allzu viel hier tatsächlich tätigen, außer wenn er sich verwandelt. Das ist die Gefahr, dass die einfach... Ich hätte man sie hier runterstellen müssen, aber ich weiß nicht, wie gut ihre Ausweichchancen sind. Also, was machen wir so?
ist weiterhin interessanterweise nach ihr. So sie ist, weil sie hat jetzt damit ihren Platz da freigeräumt. Nice. Das war nicht eine Chance, wo man einfach mal ausweicht. Alles in Ordnung. Ja, du müsstest irgendwann mal schaffen, doppelt anzugreifen. Ich denke, wenn du das hinbekommst, dann bist du schon eine ganze Ecke stärker. Oh oh. Okay, 3 Schaden pro. Whatever. Mhm. Ich meine, das dürfen wir uns auch nicht unendlich lange zu oder antun. Ja, die Seite, die jetzt hier existiert, ist eigentlich schon Overkill. Die Frage ist natürlich jetzt auch so, ob man schon anfangen könnte, hier anzugreifen. Theoretisch schon. Wenn bei dir wird man einfach in Nahkampf reiten und das Problem Kind entfernen. Frage muss nur sein, wen haben wir eigentlich gerade ausgewählt? Dich, du bist bewusst. Du wirst immer die Chance haben. Was ist. Ich weiß leider nicht, was es tut, dass sie so viel Schaden aus einer Entfernung anrichten kann. Effektiv gegen Drachen. Einfrieren 1 bis 6. Hast du das bisher überhaupt einmal hinbekommen? Deswegen, ich glaube, das ist nämlich aktuell nicht der Fall. Meine Frage ist, ob man jetzt hier noch jemanden rüberschickt, denn du bist jetzt natürlich hier ein Problem. Ja, der eine Pegasus, der hier noch ist. Ich weiß leider nicht, wie ich helfen kann. Achso, du könntest hier komplett rüberfliegen. Was lustig ist, aber dann würdest du Opfer werden. Ich überlege ganz bewusst mit Etier das zu entfernen. Du könntest bis da hochreiten, was eine lustige Sache wäre. Warum muss ich mir bei dir Sorgen machen? Hast du irgendeinen. Oh, great. Natürlich hast du eine Stabaxt. Du hast vermutlich auch die Reichweite. Ich meine, ich vermute, dann müssen wir uns eh Sorgen machen, dass Louis da anvisiert wird. Ich denke, hier habe ich zu viele Leute hingeschickt. Vielleicht schickt man einfach hier jemanden schon mal rüber. Du machst leider nicht genug Schaden. Der vergiftet worden ist, hat sich verabschiedet. Das ist schon mal nett. Hier fehlt mir gerade definitiv der Sigurd Ring, wo er einfach angreift und sich zurückzieht. Ich könnte dich entfernen. Ich weiß noch nicht, wie ich euch positioniere, damit das nicht schief läuft. Ich muss hier mich einfach selber. Was bisher noch nicht so viel Schaden gemacht, dass ich mir deswegen Sorgen machen muss. Könnten uns verwandeln und dann jederzeit da oben, da werden hier und da bestimmt noch Reinforcements auftauchen. Da muss man sich beeilen und da einfach Einheiten draufstellen, damit da erstmal nicht so schnell was passiert. Okay, also was machen wir hier drüben? Ich würde ganz gerne eigentlich hier irgendwie aushelfen. Das Problem ist halt, doch ich könnte hier angreifen und mich dann nach unten ziehen. Das wäre eine Option. Die Frage ist, ja, ich ausgewählt dich. Wenn du bis hierhin runterfliegen könntest, wärst du in Sicherheit. Probier mein Glück. In dem Fall wäre natürlich ein Speer wieder cleverer. 21, wow. Das hat die Kraft von dem Kraftimpuls richtig. Check. Nur nicht so hilfreich. Okay, genau, damit haben wir dich da aus dem Schussfeld gebracht. Das heißt, wir könnten es theoretisch dabei belassen. Ich würde ganz gerne schon weiterlaufen eigentlich.
Ich muss mir nur dann Sorgen machen, dass die dann hier Blödsinn treiben. Ich könnte dich jetzt hier stehen lassen. Ah, meine Angst ist wirklich, dass sie dann überrascht wird. Das ist wirklich das Beste, was du hinkriegst. So, du kannst den entfernen. Wie sieht denn dein Chart hier? Sehr übersichtlich. Das könntest du könntest, wenn du wolltest, noch bis da hochlaufen. Würdest aber Gefahr laufen. Meine Frage ist halt, ob ich das hier nutze. Und ob ich damit einen Nutzen auch haben würde. Okay, also entfernen mal. Entfernst den nicht mal. Was that sufficient? So, du bist definitiv in Gefahr. Kannst aber nicht getroffen werden, von ihm zumindest. Du könntest, wenn du es drauf anlegst, ebenfalls mit Wind arbeiten. Wäre aber nicht genug, das heißt, wir können es auch uns gleich sparen. Machst du das gleich richtig? No, no, no. Pretty weak. Und ich gehe davon aus, dass der eine Kollege da hochkommt. Das heißt, also, du musst dabei bleiben, um dann den Gepanzerten zu entfernen. Ah, wir haben jetzt zwei mit Pfeil und Bogen. Die sollten uns nicht das Problem werden. Ich gehe hier hin. Deswegen, man könnte überlegen, hier schräg zu anzugreifen. Dann sie zu entwaffnen und dann verwandelt sich er. Ich probiere es einfach mal. Ja, du machst leider nicht genug Schaden und kriegst nur auf die Nase. Entwickelt ist nur wichtig, dass ich aufpasse, dass nicht auf einmal unser Wirrwarr-Reiter angegriffen werden kann. So, du machst verdammt viel Schaden. Holy moly. Okay, also es ist schon eine starke Stahlklinge. 20% zu treffen? Holy shit. Das ist brutal. Er ist mehr oder weniger blind. Vielleicht muss ich das zurücknehmen. Shit, aber wenn du da so eine hohe Chance hast, getroffen zu werden. Oh, ich glaube, ich muss hier einiges zurückspulen. Ich gehe davon aus, dass alle anderen, wenn du schon mit so viel Verteidigung... Du wirst einfach zusammenbrechen. Eieiei. Keine Ahnung, wie man das spielt. Ich probiere einfach mal mein Glück. So, sagen wir mal, ich ziehe mich hier zurück. Bisschen riskant. Ja, du stehst jetzt leider so ein kleines bisschen im Weg. Okay, vielleicht hätte man das vielleicht von Anfang an so mit einbrechen sollen. Aber du triffst ja nicht. Hey, du kommst jetzt gleich in den Nahkampf. Oh, 2x15 Schaden. Oh, oh.
glaube, ich habe da zu viele Leute abgezogen. Dich triffst du. I must insist now. Please die. Vermutlich, ja. Oh ja, oh ja. Okay, damit kann ich gleich neu laden. Come on, let's go. Das brauche ich mir gar nicht angucken. Da wurde jetzt schon ein Stinks geklaut. Oh boy, das wird lustig. Das wird eine richtig lustige Runde. Na, wir müssen ja einiges zurückdrehen. Vermutlich ist sogar Chloe zurückziehen dumm. Vielleicht müssen wir ernsthaft überlegen, hier abzurücken. Gar nicht versuchen. Ich denke, das ist sogar besser. Ich glaube, das ist grundlegend die Idee, wieder sich zurückzuziehen. Notfallshalber, den Dieb heben, den können wir aufhalten. Das sollte nicht das Problem sein. Wer ist hier ausgewählt? Du weiterhin, richtig. Wie kann ich dich nutzen, ohne dass du komplett witzfrei bist? Ach, gar nicht scheinbar. Einzig, was man überlegen kann, ist ganz bewusst zu sagen, schalt den mal aus und dann machst du einfach Rückwärtsgang. Von mir aus können wir den Gegner ruhig zu uns locken, aber es darf nicht Louis sein, der getroffen wird. Genau, das nochmal zurück. Du, wie angekündigt, gehst noch ein weiter nach unten. Du, falls tatsächlich der darunter bereit ist zu fliegen, schützt einfach mal. I can still do more. Hier weiß ich nicht, wie ich das spiele. Du kommst sogar wirklich sehr weit. Oh boy. Ja, ihr werdet alle von der anvisiert. Wenn du hast Resistenz, so ist nicht. Stell dich mal so davor. Hätte dich schon ganz gerne eigentlich. Vielleicht lasse ich das auch nochmal neu machen. Vermutlich muss Alfred so positionieren, dass ich ihn heilen kann. Oh boy. Okay, ich sehe das Problem. Vielleicht ist es in Ordnung, mit ihnen einfach anzulocken. Weil die meisten Angriffe müsste er sogar wegstecken. So, die große Frage ist, ob wir jetzt hier, nicht denke ich, da jemanden davor stehen, ist trotzdem richtig. Oh, du wirst. Ja, lieber so. Mhm. Schon wieder du. Jupp. Achso, ja, ich hätte automatisch abgebrochen gehabt. Das Gute ist, den ersten Angriff können wir jedoch blocken. Ja, ja, das ist alles in Ordnung. Oh, wow. Nice. Oh shit. I must insist now. Please die. Es könnte sein, dass ich hier den nicht retten kann. Oh, doch gerade so.
gerade so schmettern. Oh. Schmettert den jetzt irgendwo hin? Aber nur weg. Okay. So, das ist unser Dieb. Draco-Schild, genau. Alles klar. So. Du kommst da aktuell nicht mal hin, wenn du es wolltest. Uncool. Du machst vor allem nicht mal genug Schaden. Du bist in Gefahr. Handle with care. Du könntest hier was machen. Das wird sehr unangenehm. So, du könntest hier anfangen. Du machst nicht mal wirklich viel Schaden, wow. Finde ich sehr beeindruckend zu sehen. Wie sehr der Gegner nicht davon beeindruckt ist. Ja, du würdest dich auch noch auf ihn stürzen. What's our move? Oh, da kommt so einiges angelaufen. Jupp. Problem wirst definitiv du sein. Ich meine, du könntest ohne Probleme in der Theorie mit der richtigen Waffe den Bruch durchführen. Bruch und Nosferatu vielleicht ganz bewusst. Ja, vermutlich. Ach, die seid so ungenau. Okay, ich muss aber eine höhere Chance haben zu treffen. Okay, gut. It's not getting any better. Ja, Drilly ist nicht. Es ist vor allem nicht mal genug Schaden. Holy moly. Das ist natürlich auch gefährlich. Glanz ist in der Hinsicht besser. Okay, gut. Ja, was man nicht alles machen muss, nur mit dieser eine Einheit da nicht macht, was sie will. Precious wurde mit lieb und teuer übersetzt. What? Okay, ja, ich setze dich hier hin und hoffe, dass ich es nicht bereue. This is what I trained for. Okay, könntest Nofelzeppe auch nochmal aushelfen. No, mit Wind. Das leider alles nicht genug ist. Du bist immer noch das Ass für uns. Ich weiß ja nicht so ganz, wo ich mit euch jetzt allen hin soll. Du musst eigentlich diejenige sein, die den ersten starken Angriff bringt. Oh, okay. Ja, mit der richtigen Waffe sieht das schon anders aus, ja. Pretty weak. What a jump. Mhm. Das wird nun mal hilfreich. So, wenn ich sage... Das ist wieder so ein bisschen doof. Die stehen sich jetzt nämlich gegenseitig wieder so ein bisschen auf Füßen. Ja, whatever. Das sollte nicht das größte Problem sein, dass wenn jetzt hier auf einmal... du könntest sogar einen Schuss weitermachen. Sag mir mal ganz kurz. Das ist leider ein Ticken zu wenig. Könnte ich garantieren, dass ich den Crit bekomme, dann wäre das vielleicht was, aber so... Okay, meine Frage ist ja, könnt ihr das Buch aus der Hand schlagen? Das Problem ist, das ist vermutlich zu wenig.
Du würdest einiges an Schaden anrichten. Du wirst aber auch ein bisschen Schaden abbekommen. Dann machen wir das wie folgt. Das geht, glaube ich, nicht unbedingt besser, dass wir hier schon mal so ein bisschen Schaden machen. Das, was wir abbekommen, sollte nicht das größte Problem sein. Thanks, boy. Wie viel Schaden würdest du denn theoretisch anrichten? 11. Das ist schon ganz schick, wenn du nicht unendlich... Ja, ich muss den Anfang hier irgendwie machen, irgendwie Schaden machen. Den Schaden, den wir bekommen, ist gar nicht mal so tragisch. Ja, solange es nicht der Crit ist. Ja, wir gehen nämlich jetzt hin, fliegen einfach nach unten und heilen gleich einfach nochmal. Klar. Oh, I lost. Gib mir den Ring. Why do I always lose? Well, I won't let you kill me. Einfrieren. Nett. So muss ich mir um. Zum Glück muss ich dir nicht Sorgen machen, also heile ich dich erstmal. Gut. Heilung. Okay, das haben wir jetzt, denke ich, doch besser gespielt. Mhm. Gott sei Dank. Ja, auch die haben natürlich einen Hammer noch mit dabei. Und jetzt werden wir zwar aus den Fernangriffen bitte nicht treffen. Yes. Ja. Ein Elfenlicht. Ich sag's mal so, damit wirst du nicht wegrennen. Dafür sind wir dann doch ein Ticken zu schnell. Aha. 72% Chance. Base Hit. Dankeschön. Oh, der droppt gleich drei Sachen theoretisch. Stahldolch, den wir nicht tragen können. Das Draco-Schild gibt aber nur plus Verteidigung, richtig. Ein Elfenlicht würde ich eigentlich ganz gerne schon dabei haben, aber ich wüsste nicht für was sonst. Ach, ja, erstmal rein damit. Okay, ja, du kannst dich darauf stellen, das würde dir aber nicht viel bringen. Geh mal ruhig. Wir sind eigentlich relativ sicher mit dabei. Dann sammeln wir einfach das Zeug hier später ein. So. Du. Ich glaube, du wirst einfach entfernt. Und danach vielleicht mal geheilt. For the Divine Dragon. Jo, sehr schön. Mhm. Das macht uns nochmal genauer. So. Ihr habt angeblich die Chance. No. Chance zu treffen. Du hättest Chance da zu treffen. Entfern mal den Big Boy. Übrigens, wenn du dabei mal wärest, könntest du auch mal deinen Skill aktivieren. Ich hatte ihn einmal bisher aktiviert gesehen, musste aber zurückspulen. Dann wurden es zählt nicht. Mehr Magie bitte. Glück ist schon mal ein Anfang. Okay, gut. Jetzt haben wir zwei Nasen hier. Du schaffst es nicht, die Platz zu machen. Alternativwaffen. Stahllanze. Yes.
My apologies. Und für dich ist es nicht. Moment, wenn, dann will ich dich so hinstellen, damit ihr nicht zu meinem Magier kommt. Hab ich schon mal erwähnt, dass er zweimal angreifen lernen muss. Jetzt vielleicht mal einen Anfang machen in der Hinsicht. Rissgeschwindigkeit, ja. So, schafft es jemand dorthin zu kommen und dem Kollegen den Rest zu geben? Leider nein. Das Gute ist aber, wir können immerhin noch aus der Entfernung heilen. Kann ich damit einfach alle von den beiden heilen? Weil die beiden interessanterweise so hervorgehoben werden. Ich denke, das soll nur bedeuten, dass die heilbar sind. Gut ist aber, er wird gleichzeitig mitgeheilt. Sehr schick. So. Ja, ich denke, jetzt geht es einfach nur darum, sich nach oben schon so langsam zu begeben. Ich bin mir nicht sicher, wie wichtig Itier tatsächlich jetzt hier noch sein wird. Geh mal ruhig da noch mit rüber. Und du fängst einfach schon mal laufen. Itier wird vermutlich hier und da aus der Entfernung mitschießen können, aber ansonsten. Ja, nicht die größte Überraschung. Dadurch, dass er nicht mehr in diesem, dem einen Feld steht, hat er da auch keinen Schutz mehr. Okay, kann ich den Kill einfach irgendjemandem anderen geben? Theoretisch. Was ist denn? Logischerweise gebe ich ihn dir. Okay, erste Hälfte haben wir damit gebacken bekommen. Jetzt geht es darum, sich hier zu sammeln. Understood. Und das ganze Zeug einzusammeln. Let's hear it. Achso, könntest du noch mal jemanden heilen? Oh, ideal. Hey, thanks. Ja, war dann doch nicht so offensiv, wie man es hätte vielleicht spielen können, aber solange meine Leute es am Ende überleben, soll mir das alles recht sein. So, die große Frage wird jetzt am Ende sein. Oder wenn wir zu dem nächsten Part übergehen, sollten wir sagen. Ja, war ja klar. Ob wir eine Möglichkeit haben, die Artillerie irgendwie zu nutzen. Ob man wirklich überlegt, den Vater in den Radius zu schicken und dann so mit Hilfe zu bombardieren. Kann ich das irgendwie? Natürlich kann ich das nicht einfach festhalten. Okay. Du bist kurz vor einem Level-Up, also nimmst du ruhig das hier. Sehr schick. Okay, sehr fein definitiv zu sehen, dass die nicht auf einmal einfach anfangen zu laufen. Ich gehe davon aus, dass der Queer Adept, abgesehen davon, dass er überhaupt keine Stäbe mit sich bringt. Das sind alles Assistenten, da muss man also auch noch aufpassen. Ich gehe davon aus, dass du halt das gefährlichste Kind von allen bist hier. Was ist da hinten nochmal ganz kurz? Doppelgängerruf kreiert 4 Doppelgänger-Illusionen, die mit der Einheit Koop-Schläge ausführen können. Knapp 5 Angriffe mit einem Bogen mit Schaden plus 20% und innerhalb einer Reichweite von 10 Feldern. Wie der bricht das Ziel. Initiiert die Einheit einen Kampf mit einem Geschicklichkeitsvorteil von mindestens 7, erfolgt ihr Folgeangriff sofern möglich, bevor der Gegner kontern kann. Au. Ich würde sagen, ganz simpel erstmal einfach mitnehmen. Leichtschwert haben wir schon. Weg da. Ja, doch, weg damit. Einfrieren will ich mal ganz kurz noch beibehalten. Man weiß ja nie, ob man. Achso, wenn, dann sollte ich logischerweise irgendwann anfangen, es auch mal irgendjemandem zu geben. Ja, ich denke einfach hier einfach mitnehmen. Fackel? Okay, ich denke, das ist einfach ein zufälliger Drop. Da ist keine Logik dahinter. Und nochmal ein Heilmittel. Yes. Das ist, glaube ich, grundlegend nicht verkehrt.
Okay, also ich glaube, aktuell ist nur eine Einheit, die aufgeladen werden muss. So, die Frage ist, stellen wir Anna oder Klan hier hin? Das dürfen wir noch entscheiden. Was ist hier eigentlich? Ist einfach nur ein Heilfeld, das ist also nicht wichtig. Ich würde maximal überlegen, je nachdem, wer im Endeffekt dann den Kollegen tankt, wer sich vielleicht da drauf stellt. Wäre zumindest eine Option. Ich will erstmal noch nicht durchbrechen, das sollte klar sein, weil ich gehe davon aus, in der Sekunde, in der wir das machen. Genau, okay. Solange es nicht danach geschrien wird, wenn man es nicht braucht, dann füllt sich die Leiste auch erstmal noch nicht gut. Oh, du könntest schon mal durchbrechen starten. Das brauchen wir alles nicht. Okay, erzähl mal, wenn du dich jetzt hier drauf stellst, du kannst noch nicht abfeuern. Okay, zeigt mal schadenstechnisch. Verdammt, die Tür hält zu viel aus. Okay, also damit kannst du nicht einfach weglaufen. With that emblem in his side, King Hyacinth will be able to fire arrows from a great distance. Let us proceed with caution. Okay, mit anderen Worten, du darfst da überhaupt nicht reinrennen. Ja, starten wir den Kampf. Oh, das ist schon Reichweite für den Astra-Sturm-Schaden? Wow. Also, ich will jetzt einfach mal wissen, wie das aussieht. Wird er vorgehoben? Sorry, ich muss jetzt nochmal gucken. Astra-Sturm. Bogen. Bogen sollte ihm jetzt eigentlich noch nicht so die größte Gefahr darstellen. Dementsprechend testen wir das einfach mal ruhig. Das heißt, du stellst dich mal da drauf. Jetzt sollte das in Ordnung gehen. Du stellst dich hier drauf. Einer von euch bleibt hier. Das soll also mir recht sein. Das wird lustig. Bin noch nicht sicher, wie ich das alles spielen werde. Ja, stell dich ruhig mal daneben. Fragmente. 10 Fragmente. Zu überlegen, dass mein Wauwau zu Hause mehr aus dem Hintern pupst, nur weil ich ihm eine Orange und ein paar Headpads gebe. Oh ja, König kommt. Oh. Mhm. Flugeinheiten kommen. So. Die große Frage ist jetzt: Abfeuern. Immer noch nicht. Oh, nicht rennen. Okay. So, du kommst. Ah, du kannst aus der Entfernung angreifen, wenn du es ernsthaft drauf anlegst. Hm. Okay, also die Idee muss sein, einfach zurückziehen. Einfach zurückziehen. Du bist derjenige. Achso, das ist natürlich gleich doof. Je nachdem, was ich anlege, wird er logischerweise mit der anderen Sache angreifen. Aber ein Schwert ist grundlegend richtig. Okay. Jetzt muss ich die alle wirklich doch einen ganzen Ticken mehr zurückziehen. Auch dich will ich zurückziehen. Und du wechselst bitte auf, nein, nicht Bündnis. Du musst auch auf eine Lanze wechseln. Genau. Ich denke, wir werden hier mal ganz kurz schützen. Ich glaube, das wird für die sogar clever sein, ja. Okay. Mhm, das ist jetzt ein bisschen Schaden für die. Schade, für die 4 Schaden, die er nimmt, aber. Was aber können wir die einfach da auf den Thron setzen?
Oh, nice. Okay, er greift aus der Entfernung an. Chance ist nicht mal allzu hoch zu treffen, also bitte triff mal nicht. War ja klar. War ja so klar. Du bist auch definitiv... Oh, jetzt hat er sich auch noch hier voll... Aber ja. Gut. Den müssen wir gucken, definitiv so schnell es geht zu entfernen. Ja, ihr kommt. Muss ich mich um euch sorgen? Oder weißt du? Erzähl mal. Du könntest hier schon mal gut Schaden anrichten. Das wäre ein Anfang. Frage. No, nicht laufen. Wir entfernen dich da. 90%, das sollte funktionieren. I can still do more. So. Du würdest den nicht entfernen können. Ist nicht schlecht, aber es ist nicht genug. Du musst vermutlich geheilt werden. Du fliegst da hoch, machst den alle. Das ist von der Reihenfolge leicht doof, weil ich einfach Sorgen machen muss. Ja, ja, der würde den Kollegen einfach entfernen. Achso, man könnte ja angreifen. Okay. Wenn wir nämlich den Kollegen oben angreifen, hat er nicht mehr die HP, um andere Leute beschützen zu können. Das sollte also in der Hinsicht ihm jetzt... Genau. Dann entfernen wir dich. Das ist natürlich schon ganz gerne irgendwie cleverer spielen. Der Idealfall ist natürlich, dass wir es schaffen, dass Magier und Luis genug Schaden anrichten. Was vermutlich jedoch nicht so einfach passiert. Okay. Leider nicht genug. Oh, du sollst nicht davon wieder mal weglaufen. Wenn ich dich mal wieder aktiviere. Ja, ja. Und sage angreifen. Nee, du bist nicht wichtig. Du kriegst ihn sogar mit dem ersten Ding weg. Nice. Hey, guter Start. Kriegst du das so nicht hin? Meine Frage ist, wie gut ist die Chance, dass du hier mit Crits einfach machst, was du willst? 20% gegen 15%, aber weniger Schaden. Und zwar einiges weniger Schaden. Wir probieren unser Glück. Die eine Interaktion, die wir hatten, genau. Yep. Come on, Crit. War ja klar. War ja so klar. Wie kriegst du das jetzt hin? Yep. Hier ist halt wenig Mitleid irgendwie, weil es halt ein Charakter, den man für... Ah, davon kannst du schon wieder angegriffen werden. Könnte aber halt... Oh ja, okay.
Hätte ich vermutlich vorher heilen sollen. Weißt du was? Ich mach das wirklich nochmal neu. Weil ich sonst vermutlich ein Problem habe, das umzusetzen. What a pick me up. Ist nicht Maximum, aber es ist gut. Genug. Okay. Die große Frage wird jetzt sein, wie zum Kuckuck ich die nächste Welle starte. Denn du kannst da offiziell nicht mehr rein. Ach ja, richtig. Die kamen ja auch noch am... Oh! Tell me, how do you feel about the new Brodean King? Once Lord Sombron drank his blood, we had no need of him. But we corrupted him for you. Am I not generous? You can show your gratitude by dying. Was für Schaden? For Lord Sombron. Wie Bruch. Okay, das ging schon wieder so ein bisschen unter, dass der einfach brechen durfte. Okay, der Drecksack bewegt sich jetzt zu uns hin. Das ist ein großes Problem. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt gucken, mit all den Leuten uns zurückzuziehen. Ich denke, das ist grundlegend keine schlechte Idee. Grundlegend auch, weil die ganzen Pegasus-Ritter schon kommen. Dass du den dort treffen konntest, bedeutet natürlich, dass er alle anderen hier auch zumindest auf der Stufe treffen würde. Eine Frage ist halt nur, kann er das nur einmal einsetzen? Das wäre natürlich ideal, aber ich behaupte mal, dass das nicht so aufgebaut ist. Er hat doch noch einen Meisterbogen. Heieiei. Also ich gehe mal davon aus, dass es auf Permadeath so ein Kampf sein soll, wenn nicht sogar auf höherem Schwierigkeitsgrad. Einfach realisieren darf, dass man den nicht einfach so macht. Und vielleicht sogar eventuell ein paar Einheiten liegen lassen wird. Okay, wie weit muss ich jetzt zurücklaufen, damit ich hier nicht in Sorge gerate? Ich gehe mal davon aus, du kannst leider hier überhaupt erstmal noch niemanden treffen, aber du wirst es dann in der Zukunft übernehmen. Meine Überlegung ist natürlich eigentlich, ihn erstmal hier abzustellen und alle anderen ziehen sich so weit es geht zurück. Ja, es ist nicht viel, aber es ist richtig. Gucken wir mal, wie unser Gegner jetzt agiert. Ja, ja, ihr kommt. There are so many of him. How is this possible? He used the emblem to create doubles. Careful. We do not know what they're capable of. Warum auch immer das Lin-Ding Doppelgänger erstellt. Okay, ist meine große Frage. Okay, also er hat jetzt hier, die haben ein KP und alles Nahkämpfer. Immerhin. Heiliges Schwert. Gut, vor allem gegen berittene Einheiten. Natürlich. Ich glaube, ich muss hier einfach etwas machen. Ich will ganz bewusst das Buch noch so lange es geht aufheben. Oder die, wo man natürlich gucken kann. Vielleicht, wenn man hier schon irgendwelche Artillerieschütze starten könnte. Zunächst, die müssen halt schon sehr nahe kommen. No, wenn wollen wir logischerweise so wie Wind nutzen. Obwohl lustigerweise Elfenlicht mittlerweile schon viel stärker ist. Okay. Oh, du musst nicht mehr wirklich weit gehen, um nur Schaden anzurichten. Oh, 3% Crit, okay. I'm sorry. Okay, zurück mit dir.
Okay, irgendwer... Oh, der Magier kann den bereits anvisieren. Ah, great. Ja, okay, das soll recht sein. Für die Inspiration existiert auch nochmal als Bonus. Ich muss jetzt, glaube ich, sogar ernsthaft überlegen, vielleicht, dass Fram jetzt auch wieder aufgeladen ist. Das einfach mal so zu spielen. Ich hätte ganz gern mit dir noch irgendwas anderes gemacht, aber ich kann leider nicht einfach hier einen Snipe oder irgendwas setzen. Einfach nur zu heilen. Ich meine, ich könnte vermutlich einfach heilen, um dich selber nochmal so ein bisschen aufzufüllen. Gut, vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich ihn dann gleich wieder auflade. Das Problem ist, dass ich zum Beispiel mit dir nicht weiß, was anzufangen aktuell. Okay, sehr gut. Damit haben wir den Idioten angelockt. Jetzt müssen wir ihn nur verhauen. Ach, great. Unser Obermacker hier hat auch vor allem noch einen Schutzkollegen mit dabei. Okay. Kein Gegner in Reichweite. Okay. Gerade so noch nicht, ey. Jetzt wird ein Problem, denn ich gehe davon aus, in der Sekunde, in der er auf irgendjemanden schießen darf, ist hier Ende im Gelände. Für Schaden richtest du... Oh, du könntest ja mit einem Galopp kommen. Ein Galopp wäre natürlich lustig, da einfach durchzureiten. Warum würdest du den besiegen und den wiederum nicht? Gute Frage. So, 20 Schaden würdest aber dann halt auch einiges abbekommen. Könntest du das? Du könntest es sogar noch besser hinbekommen. Okay. Könnte vermutlich schief gehen. Könnte sein, dass wir den hier von Anfang an neu spielen dürfen, weil du vermutlich jetzt da nicht mehr rauskommst. Ich werde zwar vermutlich versuchen, dich da einfach dazwischen zu stellen als Blockade. Ich weiß nicht, was ich mache. Du hast blockiert. Du könntest zwar theoretisch davor rennen, aber... Ach, vor allem hast du auch noch den verdammten extra AP-Balken. Wie, du machst keinen Schaden. Du schützt auch nochmal jemanden anderen? Ja, er ist ein Queer-Adapt, deswegen kann er das, ja. Ha. Ich weiß nicht, wie ich das spiele. Ich muss dich wirklich zurücksetzen. Damit du da nicht reinrennst. Alles zurückziehen. Ist beängstigend. Weil ich weiß, in der Sekunde, in der... Ritten und gepanzerte Einheiten. Verdammt. Ja, er ist gefühlt auf alles vorbereitet. Oh, der würde dich einfach zerstören. Ja. Ich denke, hier müssen wir tatsächlich zurückdrehen. Und ich weiß noch nicht, wohin ich drehe. Ich denke, die Gefahr ist, wenn ich dich hier einfach nur stehen lasse, ist, dass du einfach das ausnutzt. Oh, great, du kannst die alle treffen. Normalerweise du schon, du wiederum nicht. Warum auch immer, weil du noch da stehst? Ja. What? No, what? Warte, das. Ich will sie da eigentlich nicht komplett alleine stehen lassen, muss ich echt zugeben.
Am liebsten hätte ich natürlich dann jetzt hier eine Protection für ihn gegeben. So wie es im Endeffekt die Gegner gerade spielen. Ah, great, 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 great. Du musst da leider komplett raus. Weißt du was, ich muss irgendwie den Gegner anlocken. Ja, das Doofe ist halt, dass diese Sache hier aktuell eigentlich kaum was tut. Okay, 9 Schaden ist sogar in Ordnung. Keinen Schaden, dank dem, genau. Wie, du gehst auf den da hinten los. Ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Der Kollege ist einfach unendlich stark. Ja, bla bla. Deswegen jeder, der halt da dem Kollegen zu nahe kommt, ist gefühlt geschissen. Du hast 8 Schaden. 8! Keiner macht hier Schaden. Deswegen, ich muss jetzt eigentlich schon so angreifen, dass die halt einfach um und du machst immerhin gut Schaden. Wir müssen die vermutlich drumherum entfernen und einfach hoffen. So doof es klingt. Wie weit können die wieder rumlaufen? Oh, gar nicht. Okay. Ah, du machst wieder mal einen zu wenig. Mal gucken, ob wir mit einer anderen Waffe mehr Chance haben. Yep. Ja, hier werde ich jetzt einfach Leute opfern. Ja, klar. Es geht leider nicht anders. Was clever, sie da so hin zu positionieren, vermutlich nicht. Oh, wow. Das ist nicht schlecht. For the Divine Dragon. Okay, und jetzt geht's darum, möglichst viel Schaden anzurichten. Idealfall wirklich versuchen. Ja, einfach angreifen. Habe ich was davon, das Bündnis einzusetzen? Vermutlich einfach nur als Selbstschutz. Ja, die Einheiten müssen es jetzt irgendwie schaffen. Gemeinsam einmal ihn zu brechen. Ja, das ist nicht genug Schaden. Ach, du kommst nicht mal bis nach hinten durch. Great. No. So, ich fange schon an, komplett neue Tasten falsch zu drücken. Frage ist, ob man überlegt, nicht sogar auch das nochmal neu zu machen. Könnte jemand anders den Mage übernehmen? Meine Frage ist nämlich, ob sie es schafft, zu ihm hinzurennen. Du könntest das sogar machen. Sieht es mit dir aus? Nope, zu schwach. Was that sufficient?
machst keinen Schaden mit dem Schwachsinn. Great. Ich denke, das ist tatsächlich ein großes Problem für sie. Dass sie gefühlt eigentlich kaum hier hilft. Solange die Einheit nicht ultra squishy ist. So, das Level-Up sollte genau gleich sein. So, 15, 17, 17. Zeig mal. Ja, okay, da ist logischerweise jetzt nichts Neues passiert. Schaden. Ich meine, hier kann man jetzt immerhin sagen, dass er sich nicht wegbewegen kann, aber das wird dann vermutlich der Tod für Louis sein. So weit von entfernt, dass der umkippt. Okay, kannst du an die Ecke gehen? No. Geh du mal hier an die Ecke. Du kannst dich natürlich dann wehren. Deswegen, ich glaube, hier müssen wir jetzt einfach 8. Okay, 8. Das wäre jetzt genug. Aber darf nicht vergessen, jetzt müssen wir noch mal mehr machen. Ja, yep, great. Okay, one more time. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel du hier mir helfen kannst. Achso, man könnte noch das starten, wenn man wollte. Der würde 16 Schaden anrichten mit Antworten, der würde ich dann zerstören. Habe ich von Teleport Ragnar irgendwas? Wenn du wenigstens sowas wie AOE-Schaden anrichten würdest. Du bist auch keine verzerrte Einheit, zumindest noch nicht. Ich das super wenig Schaden an. Holy shit. Das macht interessanterweise mehr. Okay, das war schon mal gut. Du machst nicht genug Schaden. Jetzt machen wir genug Schaden. I cannot accept this. Please, no more, no more. Oh, die werden den doch jetzt verschonen. Ah, okay. We've won, Hyacinth. It's over. Kill him. Do not come near me. And now, I avenge my father. Yes.